Hallo liebe Leute, herzlich willkommen zu Altes Live. In den letzten zwei Folgen haben wir ja ein bisschen was erlebt, ja, ein bisschen Chaos. Heute ist es so, wir sind am Kokainfeld und über uns ein Helikopter, der spottet. Aber Curry, kurze Information, nicht so viel laufen, weil man kann durch die Dachfenster gucken. Ich stehe. Ja Leute, steppt auch nicht rum, wenn die aussteigen. Einer müsste von euch raus und direkt die Vorwarnen, Roleplay-mäßig sagen, Überfall, Waffendeck, Hände über den Kopf. Das übernimmt diesmal der Curry, das habe ich bis jetzt immer gemacht. Okay, ja, Helikopter kommt. Dennis, du musst da Curry decken, falls sie auf Curry schießen wollen, ne? Ja, aber die dürfen das eigentlich nicht, ne? Onze, gut verstecken jetzt, die können die scouten. Nicht bewegen, du bewegst dich immer noch. Ja, ja. Okay, der Heli landet jetzt. Okay, man kann hier durch die Türen, durch die Scheiben gucken, Curry, ne? Ja, ja, ich seh's. Ja, der ist noch am Scout. Ich seh den gar nicht, ob... Ah doch, jetzt sehe ich ihn, ja. Nicht bewegen, Curry, ne? Ja, der scoutet, Mann. Ja, der wird schon landen, der landet. Nicht bewegen, Curry. Ich mach nix. Aber der sieht mich, Mann. Egal, nicht bewegen. Wie soll er dich denn sehen? Weil oben auf dem Dach Fenster sind. Er landet? Auf dem Dach landet der. Ey, wenn ich auf dem Dach lande, der kommt durch die an. Scheiß, Mann, die haben uns gesehen, glaube ich. Natürlich haben die uns gesehen. Ganz wohl. Okay, die schießen jetzt vielleicht durchs Fenster, pass auf. Nee. Die dürfen nicht schießen. Wir müssen das ja ankündigen, Leute. Hier, die geht aus. Doch, die sind auf dem Dach gelandet. Ja. Wie wollen die denn runter? Okay, da ist jetzt einer ausgestiegen. Die sind auf dem Dach, Leute. Rein jetzt, glaube ich, zu euch. Die suchen euch versteckt. Oh, die schießen, Alter. Ich schieße. Warum schießt du denn? Weil die uns gleich holen, Mann. Oh, Dennis, die dürfen dich nicht einfach abknallen. Ja, jetzt ich trau... Die steigen wieder ein. Ja, weil die jetzt weg. Uns angreifen. Pass auf. Nein, die fliegen weg. Leute. Die sind jetzt wieder eingesteigt. Ja. Alter, der hat mich gesehen. Mega, Mann. Ich dachte, der zieht jetzt hier rein, Alter. Der darf nicht auf dich schießen. Wie oft denn noch? Wir haben dich doch im Blick. Ich hätte den töten können. Warte, was macht der? Weil die hauen ab. Weg. Ist weg. Nee, der schwebt noch. Was macht der? Einer hat abgeschlossen, wer war das? Ich weiß nicht. Ich glaube nicht, dass die abhauen, Jungs. Ja, die rufen jetzt andere, ja, ja. Der fliegt direkt über mir, ey. Aber der sieht mich bestimmt, aber ist ja egal, ne? Nein, nix ist egal. Ich hab die Vermutung, Jungs, warte mal, was anderes. Was? Ich hab die Vermutung, dass der uns vielleicht gar nicht gecheckt hat, sondern denkt, dass es von weiter weg kam, deswegen spottet er gerade. Und dass der vielleicht nur den Weg frei halten will für ein Auto. Ja, er hat ja auch geguckt, ob wir. Alter, die hatten mega fett dabei, Alter. Dennis, du musst die Tür hier, wo ich vorstehe, da musst du den Blick behalten. Der hat bestimmt ganze Dings voll, weißt du? Ganzen Helikopter voll. Aber die landen hier nicht. Naja, die sind weg, die kommen nicht hier, die sind noch nicht dumm. Der Helikopter ist aber immer noch über uns, Leute. Nee, er fliegt weg. Der ist direkt über mir, ja. Noch. Ja, aber wegfliegen jetzt. Ah, scheiße, Mann, ey. Ja, ich hatte einfach nur Panik, Mann. Der hat hier oben reingeguckt, so, weißt du? Dennis, du darfst das nicht mit Daisy verwechseln. Das machen wir oft. Ich mach das auch. Die müssen das ankündigen. Von daher alles okay. Ja gut, ich wurde schon beinahe umgefahren. Mich hat einer abgeschnallt. Ja, die wissen das schon. Wie gesagt, das passiert mir auch, dass ich das manchmal mit Daisy hier verwechsel und so, dass ich dann schnell reagieren will. Aber solange die das nicht angekündigt haben, alles easy. Aber der Helikopter ist immer noch da, ich höre ihn immer noch. Ja, der wird jetzt überall scouten. War nicht gut von uns. Hier, ruhig, alles ist gut. Aber wo ist der denn? Ich sehe den nicht. Ist der direkt über mir, Alter. Jetzt dreht der? Jetzt fliegt er. Ich glaube, jetzt haut er ab. Ja. Komm raus. Weg. Ja, aber ich habe die Vermutung, bis die wiederkommen werden, ne? Glaube ich auch, wenn der Stoff da drin hat. Ist das der einzige Verarbeitungsplatz hier? Nee, glaube ich nicht. Machen wir das anders. Ich glaube, wir gehen nochmal auf Distanz hier, raus aus dem Halle. Extraktor. Ja, wahrscheinlich. Ja, wer sagt, das ist der einzige. Wir gehen in die Nähe. Dann warten wir, bis die verarbeiten. Das dauert ja ein bisschen, Major. Und während die das machen, umstellen wir die Lagerhalle. Ja. Wird sogar nicht mal drin bleiben. Also Leute, das ist der einzige. Dann komm raus. Aber pass mal auf, wenn ihr euch seht, Dennis, wenn ihr dahin läuft, dann seid ihr abend dran, ne? Ja, da müssen wir aufpassen, wie wir das machen. Warum? Wir können auch hier vorne irgendwo im Busch gehen, dann können wir mit denen reden, so. Ja.
Das ist ein... Ich habe die Vermutung, dass sie irgendwo aussteigen werden, hinten jetzt und uns zu holen, ne? Weil der, die Tür hat, nicht der, zu. Hat nicht, der hat nicht umsonst gescoutet, Alter. Du hast gerade die andere zugemacht. Also der macht die zu hier, da hat der Major recht. Alter, ich mache mich mal eben so lange mit der Umgebung hier vertraut. Jetzt mach die kleine zu, Curry, und dann gehen wir in den Busch. Wie mache ich die denn zu? Oder lass einfach, scheiß drauf. Bin ich mal gespannt, ob die wiederkommen. Also sorry auf jeden Fall, ne? Aber... Ja, egal. Ja, sorry, egal. Wofür denn? Boah, mir ging echt der Stift in dem Moment, ich weiß auch nicht, ja, mein Kopf hat irgendwie... Ja, das kann ja passieren, ist egal. Alter. Ich hab einen Herzinfarkt bekommen. Aber wie gesagt, er hätte ja nicht direkt schießen können, und wenn er das angekündigt hätte, hättest du ja zurück sagen können, dass die sich ergeben sollen oder wir das Feuer eröffnen werden. Also an alle Zuschauer, tut mir leid nochmal. Ja. Boah, mal. Was denn? Boah! Dein Handy wieder. Oh, sorry. Ich hab's weggelegt. Sorry. Ja, also entschuldigen musst du dich dafür nicht, denn nee. Das kann mal passieren. Kein Problem, Mann. Ich hab eher nur die Befürchtung, dass die jetzt irgendwie von hinten mich rushen oder so, falls sie mich gesehen haben. Oh, ich hab die, glaube ich, nicht gesehen. Glaube ich auch nicht. Nee, doch, ich hab die gesehen. Gut, ne? Der flog direkt über mir. Ich lag nämlich relativ frei hinter den Steinen. Busch bei euch da oder sowas? Achso, du liegst auf den Felsen, ne? Nee, hier oben sind echt nur Felsen. Ein paar Büsche hier vorne allerdings, aber ich lag jetzt noch oben weiter, ne? Mhm. Okay. Es gibt hier zwei Möglichkeiten. Entweder landen die weiter weg und kommen. Oder sie kommen gleich wieder, aber sie haben die Ladung im Helikopter. Ja, Leute. Irgendwann müssen die die ja wegbringen, ja, ne? Es gibt ja nicht nur einen Kokain. Doch, das ist der einzige. So, hast du gerade die Tür bei dem Kokain-Dings aufgemacht? Nein, ich bin im Busch. Auf der linken Seite ging gerade die Tür auf. Ja, ich weiß nicht. Auf der rechten meine ich, sorry. Ich hab die andere Haupttür im Blick. Nicht die Haupttür an der Seite, bin ich jetzt doof? Die ging doch gerade auf. Das habe ich auch gesehen, Dennis. Die Haupttür ist vorne. Eine Tür ist vorne aufgegangen, da war keiner, glaube ich, von euch. Aber wieso? Die rechte Tür, auf der rechten Seite der Lagerhalle. Die kleine Tür meinst du, ne? Ja, die ist auf, ne? Ja. Die haben wir nicht aufgemacht. Die ist vorhin, ist die aufgegangen? Ja, aber hier ist kein, das kann nicht sein. Ja. Das hätten wir gesehen. Oder Mage hätte das gesehen. Ich habe gesehen, wie die Tür aufgegangen ist. Jetzt gerade eben, oder? Vielleicht war das auch irgendwie nur ein Bug, aber da ist auf jeden Fall keiner. Achso, nee. Schlangen können in Arme auch Türen öffnen. Achso. Jetzt ernsthaft? Ja, ernsthaft. Wie die Schlange so, weißt du. Ja. Aber wenn ich richtig sehe, Kokain-Extraktor ist wirklich der einzige. Ja, dann werden sie 100% sich positionieren und hier hinkommen, Leute. Ne? Dann, das ist jetzt scheiße. Ruhig, ist noch nichts passiert, Leute. Wir haben uns unsere Position gewechselt. Aber ich wechsle, ja, ich nicht, ich mach das eben. Gibt hier sogar einen Jesse Pinkman auf der Karte. Für ein Auto. Es kommt was. Auto, Leute. Wo? Von rechts. Was ist rechts? Ja, das ist ein Ifrit, Alter. Okay, versteckt bleiben. Ja, ihr seid jetzt am Zug. Das ist kein Ifrit, das ist ein LKW hier. Das ist einfach ein LKW. Ein LKW, super, Leute. Jackpot, Leute, Jackpot. Okay, wir müssen jetzt zugreifen. Warte, nein, nicht. Klar und deutlich. Der wird erstmal kontrollieren, Curry, versteck dich. Warte, nicht, Geduld. Ja, also der wird alles abchecken. Genau, warte. Wenn er mich sieht, rede ich sofort, ne? Nicht, bleib einfach nicht bewegen. Ja, ich bin im Busch. So leicht wird er dich nicht sehen. Wir warten, bis er reingeht sogar. Ich würde ihn sogar extrakten lassen erstmal, weil dann haben wir nämlich die ganze Knete. Nee, das ist ja nur der Verarbeiter. Habt ihr den im Auge, Leute? Ja. Ja, aber Verarbeiter gibt ja kein Geld. Okay, mach die Karre wieder an. Nee, doch nicht. Dann mach mal Night Vision an. Sitzt noch drin, oder? Ja, ich habe ihn nicht im Blick, du musst ihn im Auge behalten, Dennis. Er sitzt noch drin, hm? Bonzo hat den auch im Blick, ne? Ja, ich habe hier keine gute Position, aber ich würde schon schießen können, wenn was ist. Er sitzt noch drin. Ja, du musst den Truck im Blick haben. Ja, warte mal. Also, bei mir ist hinten alles gesaved, aber nicht, dass die dich sehen, ne? Ganz ruhig. Ja, ich bin hier komplett hinter den Steinen und du kannst dich da halt auch nicht hinlegen, das ist das Problem, so, weißt du. Aber ich suche mir jetzt eine Position. Sind das mehrere, Dennis, oder ist das nur einer? Es ist nur einer, glaube ich. Er sitzt aber noch drin. Okay. Ich glaube, der wartet einfach. Macht er denn da drin? Zuschlägt. Warte, immer Geduld. Ja, wie gesagt, wir können jetzt auch anfangen, ne? Der muss aussteigen, der kann ja nicht einfach wegfahren. Aber... Was ist denn, wenn der nur das Vorprogramm ist? Stimmt eigentlich, warte mal noch ein bisschen. Lass uns noch bitte eine Minute warten, Major, ja?
Nur zur Sicherheit. Ja, alles ruhig, alles okay. Alles easy. Kommt mir sehr suspekt vor, dass er nicht aussteigt. Oder ich sehe es nicht richtig, ich kann es auch nicht richtig erkennen, aber ich will mich jetzt auch doch, nicht... Doch, wir hätten ja Türen öffnen hören oder sowas. Ja. Ansonsten, Curry, näherst du dich dem Wagen? Ich komme von vorne. Und wir sagen Überfall. Nee, ja. Curry sagt schon direkt Überfall, bevor der dich sieht. Dann kannst du da hinlaufen. Okay, zieh du schon mal auf die Reifen, Dennis, ja? Falls der losfährt. Ja, du auch, Curry. Ja, ich sehe den nicht, damit bei mir ist so ein Laster. Er darf nicht schießen, Leute. Ja, geh ran, Curry, geh ran langsam. Jetzt oder nie? Okay, ich sag jetzt, ne? Jo. Guten Abend, mein Freund. Dies ist ein Überfall. Bitte steigen Sie auf und heben die Hände in die Luft. Falls Sie wegfahren sollten, wir haben Ihre Reifen im Blick, ne? Also, das würde schwierig werden. Du kannst aussteigen. 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 Bitte steigen Sie aus. Kein Grund zur Fürchtung. Guten Abend. Aussteigen mit der Hände hoch. Hände hoch. Dennis, komm mal her. Hände hoch. Hände hoch. Hände hoch, Kollege. Sehr schön. Ja, ist doch ganz leicht hier. Ist doch ganz leicht. Ab auf die Knie. Guten Abend. Ab auf die Knie. Hey, Leute. Ja, wie geht das? Welche Tastenkombination sagt auf die Knie? Ich bin erst gestern dabei. X. X. Okay, ich entziehe hier mit Ihr Handy. Sie dürfen nicht mehr die Polizei und den Notruf kontaktieren. Sorry, aber ich muss mal kurz in Ihren Rucksack schauen, ne? So, jetzt geben Sie uns mal die Schlüssel für Ihr Wagen. Ja? Wenn mein Kollege fertig ist. Erst sind Sie alleine hier? Leute. Ausrauben, Curry. Ja, warte, der ist gerade wieder aufgestanden. Das klickt gerade, warte. So, dann bleiben wir auf dem Boden, ne? Och, 20.000, schön. Okay, was haben Sie dann wunderschön? Jetzt geben Sie mal die Schlüssel für Ihr Wagen. Rüber damit. Sollten Sie eine Waffe ziehen oder sonst was, werden wir sofort schießen. Darf ich das übergeben? Uns beiden. Ihr habt aber aktuell noch keinen korrekten Überfall angekündigt, oder? Doch. Doch, doch, das habe ich gesagt. Dann sage ich es jetzt nochmal hier. Das hier ist ein Überfall. Ja, nochmal offiziell. Ja, ich meine, doch kommt normalerweise doch recht. Ja, man kann das aber auch per Direct Communication machen. Ich habe es dir jetzt direkt gesagt. Okay. Ja, dann. Was sagst du, Major? Handy weg. Handy ist weg. Handy ist weg. Also, dann gibt uns mal bitte die Schlüssel. Ah, okay, der meinte diese Nachricht, ne? Wo wir vorhin gesprochen haben. Das geht ja auch über Direct, wenn er das hört. So, Curry, halt du den im Auge? Ja. Wie gucke ich da rein nochmal? Inventar, ne? Einfach Inventar, ja. Nicht Inventar, T. Was genau macht ihr? Oh! 34 verarbeitetes Kokain und 13 unverarbeitetes. Ja, das machen wir. Was nehmen wir mit? Nein, wir verkaufen das Auto, Mann. Wollen okay. Das schon letztens machen. Ja. Also, Folgendes, du gehst jetzt das unverarbeitete Kokain drin verkaufen. Ja? Kann ihn ausrauben oder was? So, dann packst du das verarbeitete Kokain wieder in den LKW. Und wir nehmen den LKW mit. Und das, dann bleibst du am Leben. Ist das in Ordnung? Was, ihr müsst die komplette Ladung inklusive Auto mitnehmen? Das ist ja ein Überfall, mein Freund. Also seid mal ein bisschen strenger jetzt. Ja, aber was hab ich jetzt davon? Ich meine, der Charakter... Dein Leben, das hast du davon. Das ist dein Leben. Hat der Charakter gerade... Was? Dein Leben ist dein, was du dann noch hast, dass du am Leben bleiben darfst. Können wir also, nicht irgendwie so einigen, dass wir uns gegenseitig beteiligen? Ich nehme euch auf... Nee. Oder was? Nein. Fang mal an, los, ausladen. Zandel der neue. Bronze, wie ausladen, bitte gehen, sobald sich du das unverarbeitete Kokain verarbeiten gehen und dann wieder in den LKW einladen. Nicht, dass der uns jetzt hinhält, Alter. Mach ich. Ja, eben, am besten... So, ich zähle jetzt bis 10, wenn du es nicht gemacht hast, kriegst du einen Headshot. Am besten lassen wir das und holen uns das Auto und verkaufen das Ding. Ja. Ein LKW, das bringt nichts, Leute. Also, los geht's. Ich hab dich nicht gefesselt oder so. Los geht's, du hältst mich hin, Kollege. Das ist kein Helmet, Curry. Wieso kannst du dich nicht bewegen? Nee, das ist einfach so ein ganz normaler, stinknormaler LKW. Ach so. Spotte mal die Umgebung, Major, ne? Ich war das. Ja, ich mach das auch. Ja, geht nicht, halt. Ihr habt mich doch festgenommen, irgendwie. Wir haben dich nicht festgenommen. Jetzt geht's doch. So, fang mal an. Ladung, schön langsam. Der wollte gerade Roleplay machen. Du musst zurück. Hol die Ladung aus dem Truck. Die unverarbeitete Ladung. Geht solltest du eine Waffe ziehen, wird geschossen. Wie bitte? Ich hab eben auch von dir Prozess, da muss ich nicht extra reinlaufen dafür. Okay, los geht's. Dennis, ganz kurz bevor du mit dem weiterredest, mach ihm nochmal bitte klar, dass er kein Handy hat und somit auf sich allein gestellt ist. Das heißt auch keine Freunde oder so, ne? Gar nichts. Also ich möchte nochmal klarstellen, dein Handy ist entzogen. Du hast keine Kommunikationsmöglichkeit.
Alles klar? Ja, ist in Ordnung. Hast du Essen und Trinken dabei? Oh, ich muss auch essen. Eine Wasserflasche und ein Stück Kaninchen. Okay, gut. So, Major, so, wenn alles verarbeitet ist, kommst du zu mir. Guck mal hier das Land entlang. Nee, lass mich lieber auch weiter mit spotten. Nein, ich fahre jetzt den Truck weg, da musst du decken, nicht, dass der auf mich schießt, Junge. Komm zurück. Wir haben zwei Spotter hier, du brauchst es nicht. Willst du den denn hinfahren? Wir fahren das Kokain wegbringen, beim Drogenhändler. Umgebung scheint clear zu sein. Okay. Hey, flieg nicht weg. Mach mal nicht. Immer im Side-Channel, ey. So, schön verarbeiten und dann wieder in den LKW einladen. Und dann... Komm wieder runter. Leute. Nicht in den Side-Channel, bitte. Ach ja. Wir haben nämlich hier ein paar Sniper drum positioniert und sollte sich irgendeiner nähern, werden wir dich natürlich und deine Freunde kaltblütig erschießen. Doch, ich sag das, Major, damit der... Ich sag ein paar Sniper. Achso, ja, okay. Ja, okay. Klar. Ja, aber sie wissen ja dann. Ja, aber der darf es eigentlich eh nicht weitergeben, ich weiß, der ja. Darf es eh nicht weitergeben. König? Wie bitte? Ich sage, ihr seid zu zweit, nichts weiter. Meinst du? Ja, weiß ich. Okay. Was sagt er? Erzähl mal ein bisschen. Er sagt, wir sind zu zweit. Okay, wenn du alles im LKW eingeladen hast. So, Curry, komm doch mal her. Er sagt, er weiß, dass wir zu zweit sind. Komm mal her, Curry, zieh mal auf ihn, ich check die Ladung. Okay, wenn ja, alles drin ist, bitte zwei Schritte nach hinten gehen. Ich check die Ladung. So, Curry und ich fahren mit dem Truck. Nein, ihr holt den Curry ab und fahrt mir hinterher. Okay, 52 verarbeitetes Kokain haben wir. Mhm. Das ist schon ein Batzen Geld, Leute. Ja? Nee, macht ihm aber bitte klar. Mensch, du musst schneller reden, der steht jetzt hier. Ja, ignoriert den einfach. Haut den nieder und sagt ihm, dass er nicht aufstehen soll und wir werden ihn weiterhin beobachten. Sobald er einmal aufsteht, wird geschossen. Geht in die Halle rein, auch, Alter. Wenn wir wegfahren, ne? So, komm mal her. Komm mal her, komm mal mit raus. Hast du eine Waffe? Nein, hast du nicht. Komm mal mit raus. Nein, hab ich nicht. Also, wir lassen dich jetzt hier, ja? Solltest du aufstehen, nachdem ich dir jetzt... Kann ich ihn nieder? Nachdem du warst? Shift G. So, nachdem ich dich niedergeschlagen habe, du bleibst also liegen und wartest, bis wir weg sind. Nimm seine Niere mit. Er steht gleich eh wieder auf. Kann ich, also ich muss den nochmal runterhauen. So. Also einfach schön hier liegen bleiben. Richtig freiwillig wieder hin. Alles klar? Hast dann bleibst du am Leben. Monster? Nee, ne? Deck den. Ja, ja. Nee, ihr seid hinterm Stein. Sag, er soll sich hinlegen. Okay, Bronze. Genau, schön liegen bleiben. Sorry, nicht immer so nett, ein bisschen böse. Ist doch egal, ob ich das jetzt nett sage oder böse, das ist ja egal. Bronze, verschwinden du mal hinter deinen Berg, wenn wir mit dem Auto fahren, wir holen dich dann auf der anderen Seite ab, ja? Okay, mach ich. Sollen einfach liegen bleiben und das Maul halten. Einfach liegen bleiben. Ich fahr jetzt in die Richtung, Major, ja? Holst du mich ab? Leute, ich verstehe den nicht. Ja. Komm zu mir, Major. Bitte? Nee, ich hol das Auto von uns. Ja. Jetzt versteh ich dich. Also so geht's weiter, Jungs. Die Karre, wollen sie die wieder haben? Nein. Ich glaube, da können wir nichts machen, leider. Ich glaube, wenn wir mit der Karre fertig sind, ist die Fahrt untüchtig. Frag doch noch, ob du mit ihm ein bisschen Kaffee trinken gehen kannst. Das ist Dennis. Überfall, du Dödel. Ja, ich muss ihn doch jetzt nicht hier anschreien. Also Curry, pass auf. Der Plan ist folgendermaßen. Ein Auto nähert sich von hinterm Berg, Major. Von meinem Berg? Nee, hinter, wo ich jetzt verschwunden bin, hinter dem Berg, da kommt ein Auto. Ja gut, wie komme ich jetzt hier weg, Leute? Was machen wir? Komm zu mir in den Truck. Du kannst ihm sagen, sie sollen verschwinden. Ein Überfall gerade. Okay, wer soll verschwinden? Ich position... Ja, wenn die kommen halt mit dem Auto. Ich bin wieder in Position, keine Angst. Leute, Bronze? Ja. Hol du dir mal den Jeep von uns. Ja? Ich? Warum Bronze? Ich bin auch Major, hol den. Okay, Curry. Major holt den Jeep, holt den Bronze ab und dann den Curry zum Schluss. Weil hey, Bronze soll hinterm Berg verschwinden, wir werden den ganz woanders abholen. Ja, okay. Hol mich zuerst ab. Ja. Okay, lass uns beeilen, bevor hier immer mehr kommen. Ja, alles gut. Achtet auf Essen, Trinken. Hab ich schon.
Hey Bronze, bist du das, der da läuft? Ja, ne? Du rennst weg, ne? Ich laufe jetzt weg. Also. Okay, ich hol dich gleich mit dem Truck ab, Bronze. Das siehst du am Hexagon, ne? Okay, ich hol den Bronze jetzt ab, Jungs. Ich hau ab, ja? Ja. Ihr seht mich ja. Ich sehe einen Spieler. Scheiße, warte mal. Wo? Hier hinterm Berg auf jeden Fall bei mir. Da ist noch so eine Lagerhalle. Der läuft gerade. Schleicht er sich an? Hat er eine Waffe? Der läuft gerade in diese Stadt rein, aber. Egal, Bronze, komm, ich hol dich ab. Scheiß auf ihn. Wir müssen jetzt hier weg. Curry? Jo. So, Mr. George, einen schönen Abend noch. Hau den noch einmal um, Curry. Hau den noch einmal um. Aber wissen Sie was? Bronze, ich hol dich. Guck hier. Pass auf, hier sind überall Steine. Komm her, Bronze. Hier ist eine Straße, hier kannst du gleich rausfahren. Schön vorsichtig, Alter. Ja. Ja, ich habe auch ein Repair-Kit dabei im Notfall. Der hat mich ganz nett gefragt, ob er die Karre nachher wieder haben kann. Tut mir leid, ey. Egal, aber so ist das in Altes, ne? So, ihr seht ja, wo wir sind. Er hat gefragt, so, könnt ihr die nicht irgendwo abschließen und einfach irgendwo hinstellen? Ja, der hat bestimmt Dings hier, ne? Neu angefangen und so. Na, er meinte ja, er wäre seit gestern auf dem Server. Dann hat er die kaltblütigsten Killer getroffen. Ja, auf jeden Fall. Ja, mein Kerl. Also tut mir natürlich auch leid, aber wir müssen natürlich auch an unsere Prinzipien denken. So, der Bronze und ich sind auf dem Weg. Bronze? Ja. Wo müssen wir hin? Zum Drogenhändler, glaube ich, ne? Wir haben ja verarbeitetes Kokain. Ja, drin. Zum Drogenhändler müssen wir. Wo ist er denn, Curry? Das können wir gleich mal gucken. Ich weiß nicht, wie viel es gibt. Okay, dann. Warte mal, wo ist denn der Drogenhändler? Fahrt ihr mal vor dann und dann fahren wir euch hinterher, okay? Warte mal, Drogenhändler. Ja, wahrscheinlich ist das so der Drogen-Ronny und dieser Jesse Dingsbums, ne? Frag mal kurz hier und warte auf euch. Da seid ihr doch. Guck mal, was ist das Ding? Boah, nicht immer hintereinander fahren, immer nebeneinander. Warte kurz, Effekte runter. Ich bin mir nicht sicher, aber kann man mit dem Schlüssel einfach nicht sehen? Ja, deswegen lass die Karre schnell wegbringen. Komm, die Drogen wegbringen und dann hauen wir ab. Ja, go. Wo müssen wir hin? Ja, wie gesagt, hier ist kein Drogenhändler gekennzeichnet, nur dieser Drogen-Ronny. Wo ist der? Neben Kavala rechts. Leute, wir haben wieder gefailed. Warum? Wir können keine Drogen verkaufen, wir haben keine Lizenz. Für Drogen? Hä, du kannst sie auch ohne Lizenz verkaufen, ja. Okay. Drogen-Ronny, okay, wir müssen zum Drogen-Ronny fahren. Man braucht keine Lizenz dafür? Nee. Nicht verkaufen. Was für eine Lizenz? Eine Verkauflizenz oder was? Keine Ahnung, ich dachte, man braucht generell eine Drogenlizenz. Nicht nebeneinander fahren, Leute, ne? Ja, das passiert eigentlich. Dings fahren. Also okay, auf dem anderen Server war es so, dass du. Da kommt ein Auto vor uns. Ja, ja. Egal, die dürfen eh nichts machen, Leute. Mal weiter. Er fährt weiter. Genau. Ja, wir haben nur Drogen verkaufen. Ganz normaler Alltag hier in Altes. Okay, ich bieg jetzt rechts ab, Jungs. Okay, fahr lieber ohne mich, Dennis. Ja. Leid für Sie. Ja, hab ich an. Fahr lieber nicht so nah. Keine Angst, Leute. Ja. Voll der Drogentransporter hier, ey. Also, wir müssen jetzt Richtung Kavala und dort gehen wir die Drogen verkaufen in der nächsten Folge. Also, sorry nochmal, dass ich da geschossen habe. Nochmal an die Zuschauer. Ja, ich war ein bisschen nervös. Aber ist ja auch kein Problem. Ja, ich sag's nochmal sicherheitshalber. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zur nächsten Folge. Und seid nicht allzu streng mit uns, dass wir ein bisschen böse zu dem Kerl waren, ja. Aber wir sind ja Räuber. Also, ciao!